Das ist Juan Schlüter González, Pressesprecher der kubanischen Regierung. Der Sohn eines kubanischen Revolutionärs und einer deutschen Touristin gilt als die linke Hand von Fidel Castro. Was sagt Schlüter zu Vorwürfen, die kubanische Regierung sperre Dissidenten ein und missachte die Menschenrechte? Es ist komisch, dass Sie das jetzt ausgerechnet fragen. Normalerweise wollen die Deutschen ja immer nur wissen, wo man hier den ganz ursprünglichen Salsa tanzen kann. Wie finanzieren Sie eigentlich Ihr Unterdrückungsregime? Unterdrückung. Wir sehen es ja so eher als die kleine Diktatur mit Herz und Musik. Die kleine Diktatur mit Herz und Musik. Gut, ne? Schön. Und wie finanzieren Sie diese kleine Diktatur mit Herz und Musik? Oh, größtenteils durch den Verkauf von Che Guevara-T-Shirts an deutsche Studenten. Wollen Sie auch eins? Und außerdem, kommen Sie mit, ich zeige Ihnen mal was. Wir verdienen natürlich nicht schlecht an den ganzen Wim Wenders-Kuba-Klischee-Touristen. Im Grunde genommen sind die ja auch dran schuld, dass wir die Demokratie nicht schon vor Jahren eingeführt haben. Wieso sind die schuld? Ja, die wollen doch, dass Kuba genauso bleibt, wie es jetzt ist. Und wenn die Demokratie kommt, dann fällt das Wirtschaftsembargo, dann gibt es wieder Arbeit. Und wer sitzt dann noch malerisch arbeitslos auf der Straße und macht Musik? Nee, dann lassen alle ihre Häuserfassaden renovieren, kaufen sich einen Opel Corsa und gehen zur Arbeit. Und wie sieht das dann aus? Also, da kann der Tourist ja gleich zu Hause bleiben in Paderborn oder Castro, Rauxel oder... Castrop. Ja, Castrop, wie auch immer. Deshalb haben wir diesen Fidel Castro ja auch immer wieder geklont. Der gehört ja zur Kuba-Folklore genauso dazu mit seinem Fusselbart und seinen stundenlangen Reden und so. Geklont? Ja, sicher. 50 Jahre Diktator, das hält doch kein Mensch aus. Musste heute den Imperialismus geißeln, morgen den Eröffnungstanz beim Salsa-Festival, übermorgen Todesurteil unterzeichnen. Das Schlauch, da gehen die halt immer kaputt. Aha, und wie lange hält so ein Fidel? Oh, das kommt ganz auf die Umstände drauf an. Allein in der Schweinebucht hat uns der CIA 4 Fidels abgeknallt. Der Fidel 14 hat zum Beispiel ganz lang gehalten. Dass der kaputt gegangen ist, war auch ein bisschen meine Schuld. Wir kamen da von der Rede, ich hatte ein paar Cuba Libre getrunken heimlich und war schon ein bisschen Fidel, ne? Und Mensch, Fidel alias Schlawiner, super Rede! Na, der war hin. Zum Glück hatten wir Fidel 15 schon am Lager. Den haben wir dann gleich eingesetzt. Das ist der, der jetzt kaputt gegangen ist. Und warum setzen Sie nicht einfach Fidel 16 ein? Oh, würden wir ja, aber wir beziehen unsere Fidels ja aus Deutschland. Und da gab es wohl wieder Probleme mit dem Castro-Transport oder ich weiß nicht. Und der Ersatz-Castro, den die uns zur Verfügung gestellt haben, der sieht irgendwie aus wie ein überforderter Rentner im Karnevalskostüm. Also klein, kurzsichtig, kein Charisma. Das ist echt keine Lösung auf Dauer. Und dann vielleicht doch lieber Demokratie. Juan Schlüter González, der Mann, nach dessen Fidel Kuba tanzt.